willkommen bei AutoHub. Herzlich willkommen aus den USA. Wir sind dieses Mal für euch nach South Carolina geflogen. Denn in South Carolina in Spartanburg hat BMW sein größtes Werk, das auch mit dem höchsten Output an Fahrzeugen. Da kommen sie her. X2, X3, X4, X5, X6, demnächst auch der X7. Und vom X4, vom Sports Activity Vehicle von BMW, gibt es ein brandneues Modell. Und das schauen wir uns in diesem Video gemeinsam an. Und damit herzlich willkommen bei AutoHub. Mein Name ist Björn Habegger. Meine Freundin, mich Habi, wenn ihr den Kanal abonniert habt, dürft auch ihr mich Habi nennen. Schnitzel. Don't call it an SUV. Darauf legt BMW besonders viel Wert. Der BMW X4 ist natürlich ein Sports Activity Vehicle. Ein SUV mit, jetzt habe ich schon wieder SUV gesagt, ein SUV mit einem Coupé-Dach und 4 Türen. Und als ob das nicht alles absurd genug wäre, nein, diese Autos verkaufen sich doch auch wie Hulle. Es scheint so, als hätte jeder nur darauf gewartet, dass man aus einem SUV ein Sports Activity Vehicle macht. Der Vorgänger vom BMW X4, der wurde über 200.000 Mal verkauft. Und dass der neue jetzt deutlich anders aussieht als der X3, also sich viel mehr davon abhebt vom X3, wobei ja die Autos Brüder sind, das liegt anscheinend an den Käufern des BMW X4. Denn BMW sagt, die haben sich bewusst gewünscht, dass der X4 sich deutlich vom X3 abhebt. Nun gut, ich will jetzt an der Stelle nicht viel über Design reden. Oder doch? Ganz kurz zumindest. Ja? Es gibt ihn in 3 Ausstattungslinien. X-Line, das ist die Basis sozusagen, M-Sport und M-Sport X. Und das hier, mit dem wir unterwegs sind, den ich euch vorstellen kann, das ist ein M-Sport X mit dem als M40D, also mit dem großen 3 Liter Reihen 6-Zylinder Biturbo. Und am Design, nun, ich meine, wenn BMW sagt, das Feedback war von den Käufern so, dass sie einfach mehr Differenzierung wollten, dann kann das natürlich ein Grund sein, ein Heck so zu gestalten. Aber ich persönlich, ich komme nicht ganz klar auf die neuen Rückleuchten beim X4. Da freue ich mich auch auf eure Kommentare. Schreibt mal unten rein, wie ihr das Heck des X4 findet. Ansonsten ein paar Details. Die Auspuffrohre schwarz galvanisiert und in dieser, wie nennt sich diese geometrische Form? Trapezförmig, ne? Ich würde sagen, es ist ein Trapez. Das ist so typisch für den M-Sport X. Dann haben wir schwarze Fensterrahmen an der Seite. Das ganze Auto wird also eingerahmt von so einem schwarzen Fensterrahmen, kein Chrom dran. Es gibt 4 neue Farben, darunter dieses Flamenco-Rot. Wir sind ja in Amerika und ich habe diesen Schlüssel bekommen mit der Farbe von dem Auto drauf und da dachte ich mir, Flamenco Red, und muss ich nochmal nachschauen, es heißt Flamenco Rot. Gut, passiert, wenn man alles in Englisch machen möchte. Was auch zu dem M-Sport X gehört, sind diese galvanisierten grauen, diese mattgrauen, mattsilbernen Spiegelkappen, hier die Elemente. Und vorne an der Niere, die ist auch so eingefasst. Und ganz ehrlich, von vorne finde ich, haben sie einen super Job gemacht. Von vorne gefällt ihr mir sehr gut. Da wirkt die Niere gut positioniert. Der untere Bereich ist nicht zu groß, nicht zu aggressiv, nicht zu viele Linien. Sehr schön. Ich finde sowieso, so aus der Perspektive, genauso wie du jetzt stehst, Florian, vielleicht noch ein bisschen tiefer. Geh mal ein bisschen tiefer, 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 tiefer. Ich finde, das ist die Schokoladenseite vom X4, gerade als X4 M40D.
Was sagt ihr? Nicht vergessen, immer schön unten drunter kommentieren eure Meinung. Ich habe mal eine kurze Designkritik. Das ist das Heck des neuen BMW X4. Und ich weiß ja nicht, ob ihr euch erinnert, aber als wir auf der Weltpremiere in Genf waren, ich meine, es war Genf, da ist sie wieder, der Kommentar. Du kannst schon mal vorbereiten, 5 Minuten Vorbereitung, kostet nichts. Ich glaube, es war Genf. Ich habe einen leichten Jetlag, aber ich meine, es war Genf. Da habe ich auch schon bei dem Auto gesagt, von vorne cool und von hinten dachte ich mir so, puh, ich weiß nicht. Und dankenswerterweise hat BMW bei der Weltpremiere hier in Spartanburg mal alle X'e hergestellt. Das ist der neue X3. Den haben wir euch schon in einem ausführlichen Review vorgestellt. Den habt ihr gesehen. Das hier ist der BMW X2. Den müssen wir uns noch anschauen. Und da vorne ist ein X1. X2 im Übrigen finde ich von hinten vom Design her phänomenal geil. Okay, X3. Haben wir auch im Video gemacht. Da habe ich euch auch die Geschichte erzählt von dem Designer. Na, das war Calvin Luke. Das ist der Designer von dem Auto. Finde ich super. Und jetzt kommen wir genau zu meinem Problem. Schaut euch den X3 an. Dann schaut euch den X4 an. Und dann schaut euch den klassischen X5 von hinten an. Und ich glaube, was mich einfach stört, ist, was sich gerade komplett verändert, ist die Form der Rückleuchten, der Grafik. Und die ist beim X4 so viel schmäler geworden und breiter gezogen, dass sie im Vergleich zu seinem zivilen kleineren Bruder BMW X3 irgendwie aus dem Rahmen fällt. Ich glaube, es sind die Rückleuchten. Ich glaube, es sind die Rückleuchten, die mich stören. Ich meine, wir können ja an der Stelle sogar weitermachen. Beim X3 siehst du diese Auswölbung, diese dreidimensionale Form der Rückleuchten. Die gehen so leicht nach außen, wieder rein, wieder nach außen, das siehst du schön. Und dann gehen sie nach oben, dann fahren die hier so zusammen. Und beim X4 ist es so, da ist dann nur noch eine Einwölbung, nur noch eine Auswölbung oder so. Und da oben ist eine Einwölbung. Und dann ist die Form aber von oben nach unten gehend. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, es sind die Rückleuchten, die mir einfach nicht zusagen. Ich meine, der X5 hat klassische große Rückleuchten. Ich meine, du hast ein großes, massiges Auto und du siehst da schön, wie die so zweigeteilt sind. Ne? An der Kante, an der sich die Form verändert, ist auch die Heckklappenkante. Und da siehst du eben einen schönen klassischen Formenaufbau. Und das ist. Und da drüben ist ja nur noch ein ganz schmaler roter Streifen jetzt drin. Ich weiß nicht. Ich finde, Florian, lass uns an dem Punkt nochmal den Lesern, sag ich schon, den Zuschauern was zeigen. X5 zu X6. Ne? X6 ist ja für den X5 das gleiche wie der X4 für den X3. Und wenn du hier anschaust, wie sie hier die Leuchtengrafik von dem klassischen X5, also von dem Steilheck, zu der Coupé-Variante, zu der viertürigen Coupé-Variante gemacht haben, dann ist das ein ganz anderes Verhältnis als das, was du beim X3 zum X4 siehst. Das passt nicht. Das ist zu wenig. Auch gerade, ey, guck mal hier, so wie du jetzt stehst. Guck mal, wenn du über meine Schulter schaust, siehst du, ne, die C-Säule und der Bereich, warte mal, ich geh mal davor, guck mal, das da. Das ist zu viel Blech. Da haben sie zwar schon den Scheinwerfer hier so rein und zu groß, aber das. Wer jetzt denkt, der BMW X4, der wäre ja doch bloß ein BMW X3 mit einem Coupé-Dach und weniger Platz auf der Hinterbank, dem muss man eines Besseren belehren. Und da ich nicht alles alleine kann, habe ich jetzt bei mir den Herrn Joachim Dunkel. Herr Dunkel, Sie sind der Projektmanager, Head of Project, heißt es im internationalen BMW-Konzern, für den X4. Das ist richtig, ja. Klären Sie mich mal auf.
So, Sie haben ja eben schon mal angefangen im Gespräch zwischen uns beiden mir zu sagen, ich gesagt, wir müssen die Kamera holen, wir müssen die Kamera holen. Sie müssen mir jetzt sagen, was ist alles anders, worauf muss man Wert legen? Ja, also wie gesagt, der X4 hat ganz andere Attribute als der X3. Wir haben gesagt, bei dem X4 werden wir das Thema Sportlichkeit, Dynamik, Athletik betonen wollen. Deswegen auch die andere Karosserieform. Das ist auch ganz klar die Rückforderung, auch die Wünsche von dem Markt gewesen, von vielen Märkten, dass dieses Fahrzeug einen ganz anderen Charakter bekommt als der X3. Und Charakter, einen anderen Charakter. Wenn Sie sagen, das Auto muss einen anderen Charakter bekommen, was bedeutet denn das dann technisch? Was muss man dann machen, um den Charakter eines Autos zu verändern? Also man muss sich natürlich erstmal die Frage stellen, vom Exterieur her gesehen, vom Design, wie kann ich das Design so anders machen, dass der Kunde sagt, jawohl, hier habe ich wirklich ein spezielles Produkt, so wie ich es haben möchte. Das sehen Sie an der Karosserieform im Endeffekt, dass wir dort wirklich diesen Coupé-Charakter deutlich nochmal verstärkt haben. Das Fahrzeug ist breiter hinten, das Fahrzeug ist länger, das Fahrzeug ist von Dachpunkt ist es tiefer gelegt, von daher gesehen das schon mal als ersten Schritt. Dann haben wir auch hinten eine andere Spurweite als beim X3, dass auch das nochmal betont werden soll, nicht nur von der Aerodynamik, von der Stabilität, sondern auch vom Fahrverhalten her gesehen. Sind Sie bei den Motoren oder bei den Getrieben, haben wir da was anderes oder machen Sie beim Fahrwerk noch was anderes? Beim Grundsetting her gesehen gleichen wir uns beim X3 stark an. Die Motorenpalette ist im Endeffekt die gleiche wie beim X3, ja. Aber das vom Getriebe her gesehen, grundsätzlich haben wir dann 8 HP-Getriebe drin, das ist auch das gleiche. Aber wir haben natürlich durch die Hinterachse im Endeffekt dort eine andere Technik eingesetzt als jetzt beim X3. Herr Dunkel, jetzt habe ich noch eine Frage. Augen zu und ich steige vom X3 in den X4 um. Spüre ich überhaupt den Unterschied? Augen zu, ja. Sie spüren den Unterschied schon bei den Konturen im Sitz. Der ist anders. Sie haben eine andere Seitenführung im Endeffekt. Und Sie spüren es im Endeffekt auch dann, wenn Sie in der sportlichen Fahrweise dann sind, auch die Kneepads, die wir da drin haben. Das heißt, die Abstützung der Oberschenkel, des Knies, bei dynamischen Fahren deutlich spürbar. Alles klar. Dann sage ich erstmal vielen lieben Dank, Herr Dunkel, für Ihre Zeit. Danke. '81, '37, '54, das ist nicht die Konfektionsgröße oder die Maße meiner Mutter. Nein, 81 mm wurde der X4 gegenüber von seinem Vorgänger länger. 37 mm wurde er breiter. 54 mm wurde der Radstand länger. Und 3 mm ist das Dach niedriger geworden. Und zusätzlich ist der CW-Wert auf 0,3 gesunken. Und er hat 50 kg abgespeckt. Zum Marktstart wird es 3 Benziner und 4 Dieselmotoren im Angebot geben für den X4 von 184 bis 360 PS. Und wir sind zurück in die USA und haben dort einen Diesel mitgebracht. Wir fahren den X4 M40D, 3 Liter Biturbo, also wirklich auch zwei Lader, 340 PS, 326 PS. 680 Newtonmeter. Ich habe schon mal in einem oder anderen Clips, glaube ich, 690 gesagt. Vielleicht hat er auch 690. Angegeben ist er mit 680 Newtonmeter. Und was man gut sieht, ist, wenn man hier in den Motorraum reinschaut, der Motor ist extrem weit unten, der ist extrem tief. Zylinderkopf, der endet da unten auf der Höhe und sehr, sehr weit nach hinten gesetzt. Also da vorne die Radnabe, da sieht man, die Radnabe verläuft auf Höhe Zylinder Nummer 2. 4 andere Zylinder, die ganze Peripherie und das Getriebe, die sind alle sehr, sehr weit nach hinten gewandert. Und das hilft natürlich, den Schwerpunkt ideal zu verteilen. Und das ist natürlich auch so ein Thema bei BMW. Wer sonst schreibt sich auf die Fahne, besonders fahraktive Autos bauen zu wollen und nennt ein SUV mit viertürigen Coupé-Dachform Sports Activity Vehicle. Aber Sie dürfen es, Sie haben 50-50 Gewichtsverteilung geschafft bei dem Brummer. Thank you.
Ja. Ja? Ja. Ja. So, kommen wir zum Innenraumcheck. Hätte ich Trottel ja fast gesagt, kennst du einen, kennst du alle, ne? Setz dich rein, kennst dich aus, weißt, wo alles ist. Aber die BMW-Pressemitteilung hat mich eines Besseren belehrt. Ich muss euch diese Prosa mitbringen. Hochwertige Materialien, eine präzise Verarbeitung und zahlreiche sorgsam ausgeführte Details kennzeichnen den modernen und individuellen Premium-Charakter des neuen BMW X4. Die Oberflächen der Instrumententafel und der Türverkleidung bilden eine fließend ineinander übergehende Linienführung. Ein markantes optisches... Du kriegst du doch Hirnfrost, wenn du dein Slush so reinziehst. Zusätzlich Wohlbefinden, Ambientebeleuchtung, bla 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 bla. Okay. Eines ist klar. Das hier als X4 M40D Sport. Sport? Wie heißt das Ding jetzt? M-Sport X. Genau, als M-Sport X. Lässt natürlich keine Wünsche offen. Also, das ist schon. Das ist die absolute Oberklasse wieder. Ja, das ist Premium. Der erfüllt innen all die Ansprüche, die du hast. Ich fange jetzt auch gar nicht erst an, daran rumzutatschen. Es passt alles. Gleichzeitig kennst du einen BMW, kennst du alle. Die größten Neuheiten sind hier das große Display. Das hat jetzt 10,25 Zoll, also 10,25 Zoll. Gibt es eben, wie ihr gerade hier seht, auch mit meinem Lieblingsspielzeug, der Gestensteuerung. Navi Professional, MMI, das größere HUD, das größere Head-Up-Display, Voll-TFT-Anzeige, Schaltpedal, dickes, wurstiges Lenkrad, alles prima, alles gut. Und ich habe mir, es gibt in dem Auto leider keine Preisliste dabei. Ich habe aber in Deutschland schon mal in den Preislisten nachgeschaut. Der X4 wird anfangen bei 49.700 Euro und der X4 M40D kostet mindestens 70.900 Euro. Und dann saß ich zu Hause, bevor wir losgeflogen sind, und habe mir so ein bisschen die Zeit vertrieben im Ausstattungskatalog von BMW. Und ich habe, glaube ich, alles drinnen, was der hier auch drinnen hat. DAB-Tuner haben wir auch drin. Das gibt es in den USA, glaube ich, gar nicht, DAB. Ah, Sitz mit aktiver Sitzbelüftung haben wir nämlich nicht in dem Auto drin. Also, wenn ihr einen X4 M40D in Flamengo-Rot wählen würdet und macht den einmal voll mit alles, dann liegt der bei 84.540 Euro. Das ist natürlich viel Holz, aber auf der anderen Seite 680 Newtonmeter, dieser särmige Sechszylinder-Dieselmotor ist eine Wucht. Die Sitzkonfiguration hier vorne ist gut, du sitzt hervorragend. Das ist alles so ein bisschen fahrerorientiert, ne? Man sieht das ja. Ganz leicht, ja, ganz leicht neigt sich die Instrumententafel zum Fahrer hin. Was mich so ein bisschen hier noch vielleicht überrascht, ist dieser komische Wippschalter hier für die Zentralverriegelung. Der macht doch einen arg billigen Eindruck. Ja, also gut, vielleicht einfach weniger Pressemitteilungen schreiben, einfach nochmal hier so ein bisschen nachschauen. Aber das ist eigentlich alles, was wir erwarten. Wer das Video zum BMW X3 gesehen hat, da haben wir ja auch diese Fahrzeugklasse eigentlich entsprechend gut vorgestellt, glaube ich. Da haben wir uns alle Details angeschaut. Beschränken wir uns also mal nur auf das. Ich beschränke mich mal nur auf das, was mir positiv und negativ auffällt. Positiv ist die komplette Gestaltung, die keine Fragen offen lässt. Ja, du kommst überall gut ran. Der Start-Stopp-Knopf ist da oben gut positioniert. Es gibt leider immer noch keinen vernünftigen Platz für den Display-Key, also den großen Schlüssel. Den habe ich ja hier in der Hosentasche, ne, den Hoshi, ihr wisst auch, da bin ich ja der Riesenfan davon. Wer es jetzt wieder nicht verstanden hat, das ist Ironie. Und den kannst du hier auf dem induktiven Ladepad auch laden. Ja, legst ihn drauf, dann leuchtet es hier blau und dann wird der Key auch geladen, das sieht man hier auch. Dummerweise, wenn du 680 Newtonmeter auf das Auto einwirken lässt, ja, Achtung, 680 Newtonmeter jetzt, und bremsen, dann bleibt er zwar einigermaßen stabil, aber bei Kurvenfahrten fliegt er halt dann doch hin und her. Ja? Und das andere Problem ist, es ist ja so, dass das Fach natürlich auch die Induktivladung für mein Telefon ist.
Ja, also und was lade ich jetzt? Also, liebe BMW-Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen da nochmal drüber nachdenken, über die Sache mit dem Display-Key. Ihr nehmt den Leuten ja für den Display-Key auch echtes Geld ab. Der ist ja nicht umsonst dabei, ist ja eine Sonderausstattung. Und ich glaube, es wäre völlig in Ordnung, wenn es ein Fach gäbe, wo ich den so versenken kann. Man muss es ja nicht gleich wie bei Aston Martin machen, dass ich den da oben reinstecke und dann damit auch an- und ausmache. Aber wenn ihr zum Beispiel hier irgendwo ein bisschen Platz finden würdet, wo man diesen Display-Key dann so reinplumpsen lassen kann, er dort auch induktiv geladen wird, er nicht durch die Gegend fliegt, meine Hosentasche nicht ausbeult und ich dann trotzdem mein Handy laden kann und trotzdem beide Cupholder besitze, dann fände ich das ziemlich gut. Das hier im Übrigen, das Fach hier unter der Mittelarmlehne, hat mich überrascht, dass es relativ flach ist. Es passt gar nicht so sehr viel rein. Aber gut. Das ist auch eigentlich, glaube ich, alles gar nicht wichtig für den Käufer von dem X4. Die zählen, glaube ich, viel mehr auf die Außenwirkung. Das Thema haben wir ja auch. Das Design, es ist widersprüchlich, es provoziert. Aber anscheinend, ich glaube, die Leute, die das Auto kaufen, die wollen das. Jetzt, was viel wichtiger ist, und das habt ihr auch gewollt, wenn vorne schon ein Hubby sitzt, wie viele Hubbys passen denn bitte noch im X4 auf die Rücksitzbank? Ihr kennt das Spiel, ich habe mich jetzt hier reingesetzt. Das Lenkrad ist so eingestellt, wie es mir passt. Der Sitz ist komplett nach unten gefahren. Die Sitzeinstellung nach vorne, die Lehne, alles so, wie ich es haben möchte. So wie ich jetzt die letzten Stunden gefahren bin. Vorne ein Hubby, wie sieht es hinten aus? So. Habe ich ja schon fast ein bisschen Angst gehabt, bevor ich nach Amerika geflogen bin. Weil das habe ich mir nämlich gedacht, der dicke Hubby muss sich ein bisschen verbiegen. Aber jetzt bin ich zumindest drin und erstaunlicherweise, guck du mal, ich bin im Sitzen relativ groß, obwohl ich nur 1,76 Meter bin. Aber ich habe so einen dicken Hintern, deswegen sitze ich so weit oben. Vielleicht habe ich auch einfach nur mehr Oberkörper und weniger Bein. Bei 1,76. Und dementsprechend ist es doch spannend, dass ich als Sitzriese hier hinten genug Platz habe, weil hier diese Dachkante, die da runterläuft, die Linie, die zieht sich ja von der Sichtlinie relativ früh weit nach unten, aber du siehst das Dach geht aber dann wiederum ausgeformt nach oben darunter. Das heißt, es ist so ein bisschen vom Platz her, das erinnert mich an andere Autos, die wir schon im Test hatten, wo du dann so das Gefühl hast, in so einem Bunkersitzscharte. Eine Bunkersitzscharte, nee, eine Bunkersichtscharte, oder? Eine Bunker. Wir fahren das Auto in South Carolina. Es hat 32 Grad. Eine unfassbare Luftfeuchtigkeit. Es ist warm. Gut, ein Hubby hinten. Passt. Alle BMW X4-Fahrer wollen mit Sicherheit auch wissen, was passt denn dann noch in den Kofferraum. Wollen wir uns auch anschauen. Aber zuerst muss ich euch hier, das da, guck mal, hier, Florian, das da. Huh? Isn't that cute? Awesome, that's so awesome, sagt der Amerikaner. Cute, oh, look at that, look at this. I know a lot of X. I'm a X-Perfect Specialist. Hier I'm. Ist ja auch hier nochmal X4. Ne? Hier, na, hier irgendwo. Oder? Ja. Da. Ja. So, beim Aussteigen ist es halt wirklich so, ich muss so ein bisschen da rausfallen, damit ich da. Gut. Ah! Was ist denn das? Noch ein Knopf. Ah, okay. Also auch hier die Variante mit. Sitzlehnenneigung einstellen, ne? Flach, klack, hoch. Und noch eine Stufe und noch eine Stufe. So. Was mich jedes Mal irritiert, ist hier diese Linie. Ich habe ja das schon nicht verstanden. Die Abrisskante mit der Linie, die geht hier rüber. Das ist ja noch einigermaßen. Also hier kommt so eine Linie, die geht da, aber die ist nicht hier. Und hier ist auch eine Linie, aber die verliert sich dann irgendwo hier. Es ist ein bisschen wie Töpfern in der Grundschule, finde ich, von der Linienführung. Aber okay, es geht ja gar nicht ums Design. Hier, zacka. Äh,
540? 525. 525? 525, wieso weißt du das, Florian? Ja, ich habe mich halt mal vorbereitet. Danke. 525 Liter passen mal grundsätzlich da rein und bis zu 1430 Liter, wenn man das dann entsprechend da hinten umlegt. Und schön ist auch, bei dem wird der Koffer ein- und ausladen. Wer nimmt eigentlich so viele Sachen mit nach Amerika? Schön ist auch der gesamte Qualitätseindruck hier hinten. Sitzentriegelung 40, 20, 40 kannst du umklappen, ne? 40, 20, 40. Da hast du die obligatorischen Halter für die Einkaufstüten. Ob der einen Dieselpartikelfilter hat, ja, ist auch egal, ne? So, auf und dann jetzt, das ist, ja, ich... Bäm. Ja, BMW kommt ohne lächerlichen Plastikhaken hier aus. Die haben sich einfach gesagt, scheiß auf die 3,25 Euro für den, ja, es ist ein Hydraulik, aber es ist doch ein, für den Dämpfer, für den Haubenlift, für den Haubenlift. Scheiß auf die 3,25 Euro für den Haubenlift. Die machen wir damit rein. Wir sind in der Premium-Klasse zu Hause. Da muss man niemanden mit so einem popligen Plastikhaken da nerven. Da unten ist auch noch mal ein bisschen Platz. Da hinten ist Bordwerkzeug, Reifenkit und so weiter mit drin. Das könnt ihr euch im Detail dann noch mal anschauen im Praxischeck. Denn auch das ist zum ersten Mal bei einer Fahrveranstaltung möglich. Wir machen einen Praxischeck. Das Zeug ist in der Sonne relativ warm. Ich würde sagen, Florian, pack du einfach schon mal das Gepäck wieder ein. Ich setze mich mal vorne hin. Ich muss unbedingt gucken, wie die Route zurück ist. Ne? Ich meine, du wirst es schon schaffen, aber einer muss ja... Also so, einmal durchzählen. Sind wir alle da? Ja. Ja. Jo. Also, dann 4 Habis auf Tour. Fahrwerksseitig ist der BMW X4 von Haus aus schon straffer und direkter abgestimmt als der X3. Nun basieren natürlich beide auf der gleichen Plattform, aber BMW hat gesagt, der X4 ist ganz klar das Auto für Menschen, die noch einen Zacken mehr Fahrdynamik haben möchten. Ich will jetzt gar nicht mal das Thema mit dem Coupé und der Form und sportlich und so weiter aufmachen, sondern es scheint einfach so zu sein, dass die Menschen, die sich einen X4 kaufen, einen etwas höheren Anspruch haben an die Agilität. Und was ich jetzt auf den, das war, ey Bro, VTEC kicked in. Das war so ein Honda Civic hier auf der Straße. Ist ja in Amerika echt spannend. Entweder du fährst so einen Big Truck oder du fährst so einen kleinen japanischen Ricer. Oder du fährst einen BMW X4 M40D. Und Fahrerlebnisschalter hier auf Komfort gestellt. Und dennoch merkt man ganz klar, die Lenkung ist nicht... Ich nenne sie jetzt nicht schwergängig, ja, aber du hast schon sehr gut ein Gefühl, du entwickelst ein sehr gutes Gefühl dafür, wie viel du dein Reifen gerade auf der Straße hin und her schieben willst. Und der Abrollkomfort ist, ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Wir haben hier Yokohama Advan drauf auf dem Auto. Ich weiß nicht, was in Deutschland ausgeliefert wird. Könnte sein, dass sich das also ein bisschen unterscheidet. Eine Frage, die ihr hattet, haben wir euch ja vorher gestellt, habt ihr Fragen zum X4, war die Frage nach dem Motorgeräusch und Klanggeräusch und so weiter. Der X4 M40D, der klingt null brollig. Also der hat, ganz im Gegenteil, er hat einen ganz fein modellierten Sechszylinder, rein Sechszylinderklang wieder. Es ist ja ein Diesel, eigentlich klingen Dieselmotoren nach gar nichts, aber selbst Florian fällt es auf, so beim langsamen Losfahren, ne, so ein Brom, Brom, das hat so einen ganz tief souveränen Sound. Macht richtig, also finde ich sehr, sehr angenehm. Wenn man den jetzt auf Sport umstellt, wenn ich das Auto auf Sport umstelle,
und nehme jetzt erstmal nur die normale Standardvariante. Dann wird das Lenkrad schwergängiger, die Servounterstützung lässt also nach. Du hast noch einen Zacken mehr Gefühl da drin, wie viel Schwimmwinkel deine Vorderachse zulässt. Und jetzt haben wir so einen akustischen Brummton mit dabei, der so eine, ja, halt sportlicher klingen soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ton elektronisch modelliert wird. Das können wir nachher nochmal nachfragen. Jawohl, das klingt. Oh ja, doch. Also, da war ich ein bisschen voreilig. Es klingt schon geil. Es ist ja eine ganz schwierige Geschichte, sowas zu beurteilen, zu sagen, haben sie da einen guten Job oder einen schlechten Job gemacht, weil das ja höchst subjektiv ist. Ja? Also so ein Sound, der ist schon gut, der ist schon stämmig. Also da merkst du schon was, dass da was dahinter sein soll. Am Ende, klar, 326 PS schlagt mich, wenn ich jetzt gerade die falsche Zahl zitiere. Und 680 Newtonmeter, die habe ich ja mittlerweile gemerkt. Und dass der Motor also Kraft in allen Lebenslagen hat, das ist überhaupt keine Frage. Und hier in Amerika musst du so ein bisschen aufpassen. Ne? Nicht zu lange mit dem Fuß auf dem rechten Stempel bleiben, weil sonst macht es relativ schnell so eine Erfahrung mit Cops, die du nicht machen möchtest. Ne? Also gut. Jetzt gehen wir nochmal in den Eco Pro. Verändert sich, wie gesagt, das gesamte Layout auch im Cockpit. Dann kann er auch entsprechend segeln, wenn ich vom Gas runtergehe. Segeln bedeutet wie immer auskuppeln und den rollen lassen, rollen lassen, rollen lassen. Das merkt man auch. Er rollt und er rollt und er rollt und er rollt. Zurück im Komfortmodus. Und auch wenn der X4 von Haus aus eben schon so straff abgestimmt ist wie ein X3 in M-Performance oder in dem Sportfahrwerkspaket. Im Komfortmodus finde ich ihn ausreichend komfortabel. Florian, du auch so von der Beifahrerseite aus? Ja. Du hast jetzt nicht den Eindruck gehabt, hier in so einem verkappten Sportwagen. Nee. So mit Sport-BH für Happy und so. Nee, haben wir nicht gebraucht. Okay, siehst du, also dann täuscht mich der Eindruck auch nicht. Und auch sonst, aus dem Komfort, wenn du ihn in den Komfortmodus stellst, ist es jetzt nicht so, dass das gesamte Gefühl für das Auto weg ist. Ganz im Gegenteil. Also die grundsätzliche Arbeit bei der Abstimmung des Fahrzeugs ist schon extrem gut. Ist extrem gut. Da keine Frage. So, der X3 hat jetzt auch. Der X4 hat jetzt auch ein in der Pressemeldung steht es drin, 30% vergrößertes Head-Up-Display, meine ich. Das kann 400 x 800 Pixel darstellen und ist, ich würde jetzt mal sagen, die gleiche Qualität, wie wir es im 7er oder im 5er haben. Gefällt mir auch extrem gut. Sitze? Ja, bieten genug Seitenhalt. Wir haben, wie gesagt, ein X4. M40D, der hat also auch die Sportsitze mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, sitzt sich schon sehr angenehm. Das Lenkrad, ich darf nicht mehr Penisdick sagen, hat meine Frau gesagt, als sie das Video gesehen hat. Das wäre nicht okay, also sage ich es nicht mehr. Dafür ist es ein schönes, dickes, kräftiges Lenkrad, ebenso wie mein, was ich nicht sagen darf. Und ich liebe das, ich liebe dieses. Du kannst das richtig zupacken, du hast das in der Hand. Und wie gesagt, das Fahrwerk-Setup ist extrem gut gewählt. Was haben sie uns denn hier für eine Route rausgesucht? Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir bei einem Hillbilly über den Hof fahren und dann direkt erschossen werden. Also wenn das Video niemals online geht, Leute, dann sind wir nicht zurückgekommen. Das ergibt jetzt auch keinen Sinn, ne? Ja, scheiße. Vielleicht findet ja später jemand das Video. Gut, in Amerika, es wird ein ganz eigenes Fahrdynamik-Video zu dem Auto geben. Einfach nochmal all die Videos durchscrollen auf AutoHub. Denn hier draußen auf den Straßen, auf den öffentlichen Straßen in den USA, also A sind wir zu Gast hier und B haben die halt einfach hier eine langsamere Gangart auf der Straße. Ne? Und halten wir uns auch dran. Und der Motor hier drin und die Achtgang-Automatik,
die drin ist, die harmonieren so gut. Das ist eine so geile Beziehung. Und der Dieselmotor, also er nervt dich mit überhaupt keinen schlechten Manieren, keine unnötigen Vibrationen, kein Gerassel, kein Geklicker, kein Geklacker. Er dreht sauber, er hat Kraft in allen Lebenslagen. Die Achtgang-Automatik weiß immer, welcher Gang rein. Das ist so schön zum Dahinfahren, dass es eigentlich ein bisschen schade ist, wenn wir mit dem Flieger reinfliegen müssen. Ne? Also, wäre eigentlich so wieder viel schöner, mit dem Auto zu fahren. Gut. Geräusche habe ich euch gesagt, Fahrgefühl habe ich euch gesagt, Lenkung haben wir gemacht. Florian ist jetzt auch wieder wach. Gut. Ansonsten, wer BMW kennt, kennt auch den neuen X4. Das ist nicht. Ist im Innenraum ist die Veränderung deutlich kleiner geworden. Also als außen. Außen hat er sich deutlich stärker verändert als innen. Und Raumgefühl hier vorne auf der Vorderachse. Brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen. Vorderachse auf den Vorderplätzen ist alles gut. Ist schön. Also ich würde den auch jetzt eigentlich nicht in Sport schalten im Alltag. Ich glaube, ich würde den immer in der Komfortstellung lassen. Er hat ja eine breitere Spur. Also die Fünflenker-Hinterachse ist ja 30 oder 38 mm breiter in der Spur. Und das merkst du halt auch bei so einem Auto. So, das wird ein All-Way-Stop. All-Way-Stop ist in den USA etwas. Wenn gleichberechtigte Straßen kommen, dann müssen alle Seiten einmal stehen bleiben. Und wer zuerst stehen geblieben ist, darf auch zuerst wieder losfahren. Florian hat vorhin ein bisschen komisch geguckt und dann gefragt, wer darf jetzt fahren? Ja, und wenn alle Autos gleichzeitig an so eine Kreuzung kommen, dann verständigt man sich tatsächlich mit Handzeichen. Auch das sehr angenehm. Hier in den USA, wo man generell sagen muss, Autofahren in den USA finde ich phänomenal gut. Gut, breitere Hinterachse habe ich euch auch gesagt. Das hier ist wie gesagt ein M40D, der hat sowieso sportliche Fahrwerksabstimmung, der hat die breitere Spur, der hat die große Bremsanlage. Wir haben 20 Zoll Bereifung drauf mit Mischbereifung, 2,75 auf der Hinterachse und 2,45 auf der Vorderachse. Was haben wir denn noch? Bremsanlage ist auch, also du steigst ein in das Auto und hast sofort ein Gefühl für all die Punkte, für all die Schnittstellen, die du mit dem Auto so hast. Ach, guck mal hier, kurvige Landstraße. Jetzt nehmen wir doch nochmal die Sporttaste rein. 40 Meilen. 40 Meilen sind ja keine 40 km/h, von daher glaube ich. Mal 2 oder? Mal 4, glaube ich. Also ich muss so ein bisschen schneller fahren. Okay. Ah ja, das ist schon. Also dafür, dass du ja so einen dicken Brummer hast mit 1,8 Tonnen Leergewicht in der Ecke, ist das echt phänomenal. Und dieser Motor, der passt halt auch zu allem. Den kannst du im 7er, den kannst du im 5er, den kannst du hier drin fahren. Ich meine, bei BMW gibt es ja den 6er Biturbo Benziner auch im 1er noch. Und im 2er, und das sind die Jungs aus München, da merkst du schon, dass sie so ein bisschen auch einen Nagel im Kopf haben. Also positiv gemeint ist das positiv. So ein rein 6er ist einfach phänomenal. Das können die Amis, ich aber auch. Vor allen Dingen hier in den Südstaaten ist das Essen wirklich unfassbar gut. Aber gut, ich bin nicht zum Essen hergeflogen. Wobei das sich schon lohnen würde. Nee, ich bin ja hergeflogen für den neuen BMW X4. Und ich bin euch noch ein Fazit jetzt schuldig zu dem Auto. Und ich meine, sein progressives Design polarisiert natürlich. Es provoziert. Und es polarisiert die Leute. Aber ich glaube, genau das ist ja auch gewollt. Man muss ihn also nicht unbedingt mögen. Es gibt genug Alternativen. Aber man kann eines dazu sagen. Gerade in der Variante mit dem 6-Zylinder, 3 Liter Biturbo-Diesel, 8-Gang-Automatik und diesem phänomenal gut abgestimmten Fahrwerk.
ist es ein richtig, richtig gutes Auto geworden. Punkt. Achso, das war Autohub. Mein Name ist Björn Habegger. Meine Freundin nennt mich Habi. Und wenn ihr auch gerne in die Südstaaten von Amerika fliegt, um ein bisschen essen zu gehen, dann dürft auch ihr mich Habi nennen. Ich freue mich auf eure Kommentare jetzt unten drunter. Und ich sehe mal zu, dass ich mich jetzt so langsam von meinem X4 hier verabschiede. Weil Florian und ich fliegen natürlich nach dem Video wieder nach Hause. Bis dann. Tschüss. Keine Eisflecken. Bloß keine Eisflecken ins Auto machen. Die bei BMW, die bringen mich um. Ich meine, ich gehe mir nie wieder ein Auto, wenn ich Eis in das Auto mache. Oh, ich glaube, jetzt ist mir was runtergetropft. Oh, oh. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der richtige Platz, um also den ersten Praxischeck mit. Das ist Quatsch, alles viel zu lang. Oh. Nur ein X3 mit weniger Kopffreiheit auf der Hinter. Der BMW X4 ist ein Sport Activity Vehicle und darauf legt BMW natürlich, gut, nochmal, dreimal auf einmal.